Schönen guten Morgen, ich bin Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich präsentiere euch den Herr Franz Kehl. Und ihr seid von was genau? Erklär das mal, was macht ihr? Ich bin vom Service Information und Presse und ich bin responsable von der Division Open Data und Access à l'Information, die zum Anfang schon war, hier aufgebaut wird. Okay. Was machen wir heute genau? Oder respektiv, was ist eure Position an dem ganzen Hackathon, heute, wo wir ein Code schreiben? Also, den Hackathon ist ein Konkurs. Der Konkurs wird nur für die zweite Kehr organisiert von einer Reihe von Firmen, die da ein Interesse dran haben. Und es hat auch von der letzten Kehr auch schon zwei Sektionen, zwei Challenges, wie das genannt wird. Und wir kommen vom Open Data Movement. Mhm. Wir machen auch den Open Data Portal, also der letzte war ja offizielle Datenportal, die Plattform, wo Daten sollen sich sammeln und für das Publik zugänglich gemacht sind. Und wir organisieren eben hier, wir sponsoren einen von den zwei Challenges, zwar den Challenge Open Data. Okay, was ist dann genau Open Data? Können Sie das mal erklären, wann es läuft? Na ja, Open Data ist eine Philosophie, oder eine neue Philosophie und sich, die nicht nur hier im Land natürlich, und nicht nur in Europa, sondern weltweit Fuß fasst, an der es darum geht, dass Informationen, Daten, an Daten eigentlich stehen, traditionell für bestimmten Zweck gemacht in vor allem von der öffentlichen Hand, von öffentlichen Instanzen, sollen aus der Kost für diese gemacht, die sind rauskommen und für die Allgemeinheit verfügbar gemacht. Das heißt, der Bild ist, dass zum Beispiel Mobilität nicht mehr hier Daten just sammelt, an ihr Busplan, an ihr Zugplan hält, für sich, für ihr Management mehr disponibel ist, sodass andere Leute können Sachen die machen, die nicht ursprünglich geplant waren. Und das ganz als Valeur ajouté darum an den Circuit ausspeisen. Hm, das ist Zetteln ein recyceln, wenn ihr so guckt. Recyceln auf in allem möglich machen, dass Leute, die ganz anders denken und die sich nicht von der ursprünglichen Aufgabe beschränkt spüren, eigentlich kreativ gehen und innovative Ideen bringen. Das ist der große Gewinn davon. Bei mir, wir kommen vom Kadaster, wir machen Kadasterdaten, wir gucken über die Grenze von Parzellen. Da kennen wir unser Metier. Wir bedenken nicht, was andere Leute können mit den Informationen auch noch aufhängen. Und vielleicht eine Kombination mit anderen Daten, die sie auch noch haben. Da können ganz interessante Sachen, Applikationen, neue Daten rauskommen, die denen eine ganz große Valeur ajouten und die sonst verloren geht. Ja, das ist zum Beispiel wieder schon der Traffic, das ist mit den Autos, das ist kann ich auch dann, wenn ich auch nach anderen Daten just verhält, eben gucken, wie die Pollution von der Luft, das zwischen Traffic, wie sich das dann zum Beispiel genau. Gehilft hat, wo ich nicht so viel gedauert vorher. Genau, genau ist das. Und das ist auch ein bisschen unser Motto von diesem Konkurs, das Tour Quality of Life. Da geht es ja darum, dass ihr seht, wir sammeln eine Reihe von Informationen, zum Beispiel Luftqualität. Mhm. Flüge von Trafik, Migrationsinformationen, Informationen statistischer Art, Ränginformationen über die Organisation von Trafik, zum Beispiel als Beispiel, also, die können benutzt gehen, für interessante Applikationen zu erfahren, Programme zu bieten, Apps anzubieten oder einfach neue Informationen zu kombinieren oder Karten zu machen, die Leute eine Valeur ajoutée bieten, für eben besser einzugehen oder eine bessere Lebensqualität zu haben. Okay. Die Daten, die da dann eben gesammelt wird, wie kommen die zustande? Und wenn die Leute immer so, ja, mit dem persönlichen Datenschutz und hier und da, ist das nicht das, ich als Fazit speise oder ist das vielleicht komplett öffentlich, ist, wo die Leute dann eben ihre Persönlichkeit nicht verletzt kriegen? Das ist immer so ein kleines Thema, du denkst. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also, was ganz klar ist, ist, den Open Data, den zielt nicht auf persönliche Daten auf. Und Open Data ist auch nicht nur so eine Philosophie und ein Prinzip, mit dem das selbstverständlich auch an Gesetz gegossen und Direktiven auf Europaniveau und auf Gesetz, an nationalen Niveau. Und da ist ganz carrément exklu alles, was irgendwie persönliche Daten sind, alles, was zum Beispiel für die Sicherheit vom Staat eine Gefahr wäre, wo Rechte von Dritten drauf sind. Das ist alles exklu. Okay. Das Prinzip ist echt, dass heute, dass die normal, traditionelle Haltung von ich mache Informationen, egal ob ich bei der Steuerverwaltung bin oder beim Stadtwerk oder bei der Flughafenverwaltung, wenn ich von öffentlichen Akteuren schwätze, für meinen bestimmten Zweck. Und damit haben wir es eine Menge Schaf, das nicht mehr ich nutzen kann,
dass eben das nicht mehr so möchten, dass ihr seht, doch viel sind die Daten, die um sich vom Bürger bezahlt sind, wenn sie nicht kritisch sind, da. Okay. Und die Leute sollen sie können gebrauchen. Und es ist so noch ganz klar, was sie kannst du mal da machen, was sie darfst du mal da machen, sodass die Leute, die sie wollen nutzen, gut informiert sind und können lassen lehnen. Ohne dass sie müssen ganz kompliziert die Monate schreiben und hoffen, dass sie auch gesund kriegen. Dass das also viel mehr immediat, viel mehr sicher, viel mehr einfach stattfindet. Mhm. Wie das in Open Data ja ist, wie du auch gesagt hast, dass da eben auch ein Preis dann eben auch sponsert, der Tisch an, greifen die Leute eben auf das zu. Und was war der Stufe noch, dass eben dabei rauskommt? Ich denke, nur eine kleine Hoffnung, was das Kind kommen. Also der Staat, in diesem Fall das Programm Digital Lützeburg, ist effektiv Sponsor und sponsert auch Preise. Das hat ganz, ganz viel gerinnt. Das ist, dass das in Open Data also nicht nur ein Paradigmenwechsel insgesamt beim Staat, für den Staat den ersten Schritt muss machen und so mal Sachen soll online setzen, aber gleichzeitig auch soll die Gesellschaft ändern, an dem Sinn, dass ein ganz neues Ökosystem von so Aktivitäten, die auf Daten basieren, soll stattfinden. Vergiss nicht, wir sind am Gang, eine moderne Informationsgesellschaft aufzubauen. Die moderne Informationsgesellschaft hat als Hauptinput Informationen. Mhm. Das muss ich nicht vergessen. Insofern als das hier für den Staat natürlich eine Gelegenheit, für zu sagen, hey, guck, da ist mal die Plattform, data.public.lu, die Open Data, den mhm. Open Data Portal, und der mal schaffen, den ist auch ganz neu, das ist mal ein Jahr alt. Okay. Ne? Das ist immer im Gang abzubauen, dass man immer mehr Awareness kennt, dass das da ist. Zweitens, da sammeln sich alle Daten. Wir sehen, auf ein paar 400 Datensätze aufkommen, noch ein gutes Jahr intensiv erbischt. Was hat noch viel oder ist das normal? Wenn ich gucke, am großen Ganzen international mit all dem, was da rauskommt schon. Also am großen Ganzen muss ich sagen, Lützeburg war nicht visibel an dem Bereich für nach zwei Jahren, was noch glücklich war. Und wir sind ganz, ganz hier hochgekommen. Wir sind letztes Jahr klassiert bei den Fast Movers ganz viel, bei den großen, so wir auch noch draußen, ein ganz großer Success war. Weil wir sehr, ganz, ganz sehr ein Portal abgebaut haben, aber weil wir den auch ganz sehr füllen, weil die Sachen, die da sind, eine gewisse Qualität haben. Und so zöllenmäßig, wir sind ein Mini-Land. Selbstverständlich können wir nicht mithalten mit Ländern, die 100 Mal so groß sind. Ja, ja. Dass wir 500 Datensätze haben als Region Ufrank, dass wir irgendwann auf 1000 kommen oder ein paar 1000 kommen, habe ich keinen Zweifel. Aber die muss ich natürlich sammeln, muss ich Akteuren informieren. Dass das noch muss sein, auch überzeugen und sammeln. Welche Daten sammelt ihr dann an dem Open Data Programm? Also, ein Open Data Portal soll eigentlich alle Daten querbeet sammeln. Wir haben natürlich eine Reihe von großen Themen definiert, die auch international als mir wichtig sind, zum Beispiel Statistik, zum Beispiel Geodaten, zum Beispiel Mobilität. Am Umwelt, das sind so große Themen, die vielleicht mehr gewischt tun wie andere. Aber im Prinzip also alles von Information als erwünscht. So, und dann aus dem Deal, den von der öffentlichen Seite kommt, als dann basiert auf einer Direktive, die Public Sector Reuse Information, die ist schon relativ alt, von 2003. Und die sieht aus den Staatsinstanzen hier Informationen im Prinzip müssen kommen, müssen öffentlich gehen. Mhm. Aber heißen die privat aber nicht exklu. Das heißt, der Staat möchte den nächsten Schritt, weil er ganz viele Daten hört, die eigentlich so mal verstopft am Schaf leihen, eigentlich dann immer ihrem Potenzial genutzt. Ja. Wie schon vorhin gefragt haben, eben mit den Ländern, prozentuell wollen die eben darauf rechnen, ob Lützeburg respektive ob ein kleines Land wie wir hier sind, mit den 400 Datenbasen respektive die Deutschen eigentlich sollen kommen. Also das prozentuell ist das viel, am größten ganz von einer Statistik. Und wenn ich sie will kriegen, gehe ich einfach an data.lu und da kann ich was aufziehen oder wie funktioniert das? Also ich frage, wen das eine Relation soll setzen mit anderen Ländern, ist ein ganz schwieriges Sache. Das ist prozentual. Ja, mit prozentual zu weit. Wenn das so prozentual zu schlecht läuft, man sagt extrem gut zu Frankreich, zum Beispiel die wirklich von den Leadern aus Europa, mehr wenn es prozentual zur Bevölkerung wahrscheinlich auch, mir eigentlich kann ich auch nicht so rechnen, weil wir haben auch Ministerien, wir sind einfach ein Land, wo wir klein sind. Natürlich kann ich in eine Relation setzen. Okay. Das ist eine ganz komplizierte Struktur mit Regionen. Wir haben eigentlich Schussstaaten, Gemengen.
dem Level. Also du hast noch viel zu machen, aber die Relation ist ganz schwierig, weil du kannst da all sort Relationen da rausrechnen, wie siehst du Leute gut oder schlecht. Die Leute nicht, da ging es gut. Auch für den Anfang, den wir gemacht haben. Mhm. Da sind wir gut am Schaffen. Also hast die Vision für die nächsten Jahre, also einfach alle Instanzen mal zu besichern und zu gucken, dass du kannst, dass du musst mitmachen, um die Daten kennenzulernen und zu sammeln, weil das nämlich auch das. Es weiß ja, es steht für jemanden, alles überall gut. Wenn sie auf die Plattform kommen, gehen sie bekannt und gehen sie benutzbar. Ja, okay. Und das ist dann in der Data.lu, wie ich gerade aufzeigen oder? Data.public, mit C.lu, das ist ganz wichtig. Data.public.lu als Plattform. Und okay. Die ist frei. Und die zweite Frage war, kann ich bei dir aufzählen? Ja. Effektiv, ihr könnt sicher, dass den A&O von einem Datenportal, der tippt Keywords an, Stichwörter. Wir sind nicht richtig multilingual, noch, weil die Gabarit, das noch nicht hier geht, das geht extrem komplex für mich Sprachen. Und wir sind ein bisschen gemischt, Französisch und Englisch. Mhm. Und mit Stichwörtern könnt ihr antippen, davon, dass die Daten setzt. Ihr könnt auch über die Organisationen sichern, meinetwegen. Der Stadtteiger seine Organisation als Beispiel und Ministerien noch jeweils. Und da könnt ihr dann hier Daten jetzt gucken, dann klickt ihr drauf und dann kommt da über die Verlinkung, entweder auf den Download oder auf einen weiteren Platz, wo sie eben auf ihre Seite stehen. Und dann könnt ihr da drauf löten. Der Bit also auch immer, da Formaten anzubieten, dass sie nutzbar sind. Das heißt, PDF als den strikten Minimum, den ist nicht richtig nutzbar. Wenn es mehr nutzbar Fische gibt, Tableau oder richtig ASCII-Fische oder Online-Applikation ist natürlich besser. Und auch da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Natürlich, dass für Java so etwas, das muss auch schon besser sein. Bei Geodaten, GeoJSON, also ein Standard oder Shapefile, wo man von Geodaten schwätzen. Okay. Oder einfach ein ASCII-Fische. Das sind die Sachen, die die Leute können direkt nutzen. Es geht ja darum, dass es digital und immediat Maschinen lesbar, also nutzbar ist. Okay. Wie gesagt, erstmal, merci. Noch einen schönen Tag. Merci. Adi.